Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute ist der 2. Dezember 2020. Der 2.12.2020. Heute war Corinna da. Ich habe sie wieder um 3:30 nach Hause geschickt, weil ich sehr müde war. Und ja. Schlechte Stimmung. Und morgen müsste ich eigentlich aufstehen, aber weil ich einen Psychiatertermin hätte. Aber mir geht's momentan stabil, gleichmäßig. Jetzt nicht sonderlich gut, aber auch nicht sonderlich schlecht. So dass ich den Magen absagen lasse von meinem Vater und bis um 10:30 liegen bleiben darf. Und das freut mich gerade voll, weil ich bin so müde. Ich bin jetzt von Montag bis jetzt jeden Tag spätestens um 9 aufgestanden und hätte es gar nicht müssen. Am Montag nicht, am Dienstag nicht, außer dass mein Bett getauscht wurde, am Mittwoch nicht und am Mittwoch, also heute, also die Volkshilfe da, aber bin um 6:30, halb sieben aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte und die Volkshilfe war nach 10 da. Also wieder voll umsonst. Und ich habe mich dann um kurz vor 9, halb neun, so nochmal hingelegt, bis um 10. Und um 10:30 ist die Volkshilfe erst gekommen. Meine Haare sind nicht gut gewaschen. Sie fühlen sich zwar sauber an, aber mein Kopf hat juckt. Total. Und sie sehen auch jetzt schon wieder strähnig aus und fühlen sich schwer an, obwohl ich sie vor nicht mal 10 Stunden gewaschen habe. Nicht mal 8 Stunden eigentlich. Und wann kommt Sonja? Ja. Hoffentlich, sie hat mich nicht angerufen. Ob sie morgen kommt oder nicht. Aber ich hoffe schon. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Ich wollte eigentlich meine Adventkalender-Türchen abfilmen, aber es ist sich heute Morgen nicht ausgegangen. Und jetzt habe ich sie nicht herüben im Schlafzimmer. Deswegen habe ich sie noch nicht abgefilmt. Aber oh, wer den Pioli-Schmuck kennt und den Adventkalender sehen will, kann Sarah Desiderias Video zum Pioli-Adventkalender schauen. Ich habe denselben Schmuck nur in Rosgold. Und auch wenn ihr Sarah Desiderias nicht mögt, könnt ihr das Video gucken. Hat sie eigentlich ganz gut gemacht.
Ich weiß immer nicht genau, was ich von ihr halten soll. Einerseits ist sie mir sympathisch, weil sie sehr viel an ihrer Community rausgibt. Ich habe sie abonniert und andererseits wirkt sie manchmal ein bisschen eingebildet. Und das ist so ein Mischmasch. Aber ich habe mir das Video nicht angeguckt, weil ich mich ja überraschen. Und habe nur gesehen, dass sie eins gemacht hat. Zu demselben Adventkalender. Sonst gibt es nicht viel Neues. Ich bin ziemlich müde, habe ich schon gesagt. Werde bald abschalten. Und macht's gut. Eure Ines, bis zum nächsten Mal.